Willkommen zurück bei Spider-Man Miles Morales. In der letzten Folge haben wir genau hier aufgehört. Genki checkt nochmal seine E-Mails. Wir müssen jetzt aus dem Fenster klettern, glaube ich. Na, aufpassen, Miles, nicht, dass uns jemand sieht. Wie schnell er sich doch immer umzieht. Echt der Hammer. Ich habe Zeit, während Genki Finn aufspürt. Ich sollte mal die App checken, ob jemand Hilfe braucht. Echt jetzt? Der Auftrag ist jetzt abgeschlossen. Na toll, dann hätte ich das in der letzten Folge auch noch machen können. Oh. Naja gut, erhöhter Nahkampfschaden. 20%, yippie-ki-yo. So, dann schauen wir doch mal. Irgendwas können wir bestimmt machen. Wo ist denn jetzt die nächste Hauptmission? Ach so, ja, ich glaube... Jetzt kommt noch ein Anruf und dann geht's weiter. Aber bevor es weitergeht, gucken wir noch bei Fertigkeiten. Denn wir haben ja Stufe 18 und einen weiteren Fertigkeitspunkt. Wo setze ich den denn rein? Okay, das wäre auch nice, aber... ich weiß nicht, was soll ich machen? Ja, das vergesse ich doch wieder, wie das geht. Das wahrscheinlich auch. Komm, wir machen das hier. Unsichtbarer Schlag. Wenn ein Gegner mit Venom angegriffen besiegt wird, kostet der letzte Schlag keine Tarnenergie. Naja. Und welche Mission haben wir jetzt? Machen Sie die Schotten dicht, Leute. Der lange vorhergesagte Sturm des Jahrhunderts. Ein übler Schneesturm zieht heran. Kaufen Sie ja genügend Vorräte ein. Meine treuen Zuhörer haben sicher schon jede Menge Jamesons Jerky, das länger hält als jeder radioaktive Fallout. Echt jetzt? Übrigens, schlechte Nachrichten, falls Sie vorhatten, mit den Schwiegereltern zur Trinity Church zu gehen. Teile dieses heiligen Wahrzeichens sind jetzt nur noch Schutt, nachdem Spider-Man und Tinkerer sich dort wieder einmal geprügelt haben. Zum Glück konnte Roxxon den Tatort schnell sichern. Derzeit weiß niemand, wo sich die beiden maskierten Missetäter aufhalten. Aber wichtiger ist, dass Roxxon sich großzügigerweise bereit erklärt hat, die Kosten für den Wiederaufbau zu übernehmen, obwohl sie den Schaden gar nicht selbst verschuldet haben. Von dieser Art Selbstlosigkeit brauchen wir zu dieser Jahreszeit mehr, Leute. Roxxon steht jetzt auf meiner guten Liste. Dreimal dürfen Sie raten, wer auf der schlechten Liste steht. Alle fangen mit Spider an und hören mit Man auf. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wen er meint, ne? Ich hätte gedacht, er meint vielleicht seine Mutter, aber ja, gut, vielleicht liege ich damit auch richtig. Naja, das war wieder J. Jonah Jameson. Mal wieder mussten wir uns das antun. Ich kann das theoretisch auch ausschalten, aber ich finde es immer so witzig. Daher lasse ich das an. So, mal gucken, was können wir denn jetzt hier nun machen? Es wird nichts angezeigt. Warum wird es nicht angezeigt? Hier ist keine Hauptmission. Hä, wo soll ich denn hin? Normalerweise ruft uns doch immer jemand an und dann wird eine Mission freigeschaltet. Ach komm, wir gehen mal wieder zurück zur Wohnung. Ich spürt Finn auf. Ich könnte die Zeit nutzen und die App checken. Nachsehen, wer Hilfe braucht. Ach so, oh, die App. Ja, okay. Deswegen war das hier oben auch mit Missionen. Ich verstehe. Ja, wo ist denn das? Wo ist denn die App? Hier vielleicht? Ich weiß nicht, wo die App ist. Verdammt, wo ist die App? Okay. Minus ein Grad in New York. Toll zu wissen. Ja, wo ist die App? Das sind die Missionen, die wir alle gemacht haben, oder? Glaube schon. Klar, die haben wir alle abgeschlossen. Vielleicht per Karte? Nee, da war ich ja eben gerade. Wo ist denn die verdammte App?
Das sind nur irgendwelche Audiologs. Hier sind die Benchmarks, Charaktere. Ach so, oh, ja, okay, man muss auch lesen, was da steht. Ah, naja. Gut, ja, was machen wir? Notfunk ausgefallen, auf Wolkenkratzer gestrandet, mein Auto ist weg. Ist dem so? Meine Tauben sind weg. Hm, dafür gibt's auch immer Aktivitätsmarken. Verbrechen haben wir alle abgeschlossen, okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das, was... Das hört etwas den Funk der Notfallrettungskräfte. Sollte ich mir ansehen. Spidey, das ist heute ein Trainingsday. Wir müssen jetzt die App hier vervollständigen. Komm, wollen wir mal hier in der Wohnung spionieren? Das ist ja ein komisches Zimmer, aber da lagen Weihnachtsgeschenke. So, auf geht's. Aktuelle Verbrechen. Ja gut, müssen wir jetzt aber nicht machen. Das interessiert uns herzlich wenig. Oh, da waren ein paar Tauben. Kaum zu glauben. Da müssen wir hin. Spider-Man, Gott sei Dank. Irgendwas stört den Notfallfunk. Wir können die Feuerwehr einfach nicht erreichen. Ist noch jemand da drin? Nein, wir haben alle rausgeholt. Aber ohne Hilfe wird das Feuer überspringen. Hörst du das? Nur Rauschen. Ich kann die Quelle sicher finden. Keine Sorge, ich stelle ihren Funk wieder her. Je schneller ich die Quelle finde, desto schneller ist die Feuerwehr hier. Meine Netze richten hier nichts aus. Gut, das machen wir. Aber vorher wählen wir uns noch einen neuen Anzug aus. Und zwar... Ja. Welchen nehmen wir denn? Verbesserter Tech-Anzug. Ja, den nehmen wir. Hä, der leuchtet ja auch so. Der ist ja wie der Materia-Anzug. Naja, gut. Scheißegal. Okay, dann folgen wir mal dem Signal. Die Signalstörung kommt von da vorne. Ich weiß, Spidey. Das muss irgendwo da hinten sein. Vorher mal noch ein paar geile Moves und klatschen voll mit dem Kopf oben auf dem Dach auf. Kann das sein, dass es hier oben ist? Ah, ich bin dicht dran. Was muss ich nochmal machen? Ich bin ja so ein Volllappen. Ich vergesse immer, was wir machen müssen. Das hat wohl funktioniert. Die Versicherung zahlt nur, wenn alles hinüber ist. Also sorgt dafür, dass das mit dem Rauschen so bleibt. Sie stören den Funk für einen Versicherungsbetrug? Das geht gar nicht. Hey, weißt du wirklich, was du da tust? Ja, ich habe mir ein Video dazu angeguckt. Ernsthaft, im Internet findet man zu allem eine Anleitung. Ja, das stimmt. Ob die auch meine Videos gesehen haben? Also Strom in den Fingern? Quatsch. Ah, die sind alle irgendwie in Gefahr, ne? Oh, verdammt. Kann ich mir von da hinten einschnappen? Wirtschaftsverbrecher. Oder von da oben? Das wird ein süßer Zahltag für uns. Du sagst ist hier überhaupt irgendeiner sicher? Tatsache, der. Hat keiner mitbekommen. Bleibt mal da hängen. Ich könnte die Jungs alle hier aufhängen, oder? Den schlage ich so weg. Und schnell wieder hoch. Jungs, alles klar. Schießt euch das Blut in den Kopf. Der ist sicher und weg. So, wir sind Tarnspidey. Da ist niemand. Da ist niemand. Scheiße, der bewegt sich nicht. Nein, tut er nicht. Seid vorsichtig. Die Spinne krabbelt hier rum. Tut mir leid. Hättet ihr euch mal für die Spider-Man-Versicherung entschieden? Ja. Die kann ich nur empfehlen. Guten Flug. Lade den Generator auf. Ohne Strom kann der Funk nicht funktionieren. Ich muss den Generator aufladen. Ja, habe ich da gemacht. Wo muss ich jetzt hin? Finde den anderen Ursprung des Signals. Alles klar, machen wir. Herr Sanitäter, ein paar Kerle wollen das Haus für einen Versicherungsbetrug abfackeln. Deshalb stören sie den Funk. Wie bitte? Sie bringen Leute in Gefahr. Ja, was macht das Feuer?
Es wird bald auf die Nachbargebäude überspringen. Und ich erreiche die Feuerwehr immer noch nicht. Bald sollte es wieder gehen. Halten Sie durch. Ich sag Bescheid. Woher zum Teufel hatten Spidey die Handynummer von dem Sanitäter? Coole Kombo. Ja, echt jetzt? Das war eine geile Kombo, wenn das Spiel das so sieht. Da will ich mich nicht einmischen. Aber ich fand die Kombo auch nice. Irgendwie. Kann man noch einen Punktsprung hinlegen? Jawoll. Na. Okay, es war knapp. Wo sind denn die Cops? Ah, gut, egal. Wir sind auf jeden Fall dicht dran. Will hier jemand noch ein Foto mit einem Superheld? Oh, warte mal. Ich laufe mal mit unter deinem Schirm, ne? Warte doch mal. Ah, egal. Okay. Nicht mehr weit. Auf der Brücke. Ja, das sagst du so, Spidey, wa? Ist dem auch wirklich so? Irgendwo hier. Das Signal ist wieder stärker. Ah, was hast du gemacht? Warum denkst du immer, dass ich an allem schuld bin, hä? Was soll das? Beeilung. Der Funk muss endlich wieder funktionieren. Das Geld ist uns so gut wie sicher. Und es wird direkt in meine Versicherung fließen. Was für ein Mist. Okay, ihr seht ja wieder, das sind die Jungs, die keinen Schulabschluss haben. Die hauen immer die geilsten Sachen raus. Ich muss mir die aber ein wenig zurechtlegen. Ah, wie machen wir das? Fernzündermine? Nein! Oh, Tarn Spidey! Boah, ich habe mich wieder total verdrückt. Ich Vollidiot. Schnell auf die Schüssel. Sieht nicht gut aus für uns, Jungs. Nein, sieht nicht gut aus. So, Tarn Spidey ist wieder im Haus. Oh, verdammt. Ich bin da. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. So, Digga. Eingesponnen, spinne ich rum. Schnell weg. Wie mache ich das nochmal mit der... ja. Ich wollte eigentlich... Nee, warte mal. Ich wollte doch... Ach so, und dann R1. Okay. Dahin und vielleicht, wenn drei drin sind, kann ich gleich drei erwischen. Jawohl, Fallenstelle 1, 50 EP. So, dann machen wir es da unten auch nochmal. Ich glaube, die laufen da sowieso hin. Kann das sein? Jawohl. Ach so, die kann ich damit gar nicht... Egal. Komm, wir hängen die auf und dann haben wir noch ein bisschen Spaß. Scheiße, er ist hier. Ja, ist er. Oh nein. Boah, ich hab's kommen sehen. Nee, sag mal. Was soll denn das? So, Digga, jetzt bist du fertig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ey, wenn der austeilt, dann wächst kein Gras mehr. Er hat mich echt klar gemacht. Immer, dass ich an allem schuld bin, hä? Was soll das? Beeilung. Der Funk muss endlich wieder funktionieren. Das Geld ist uns so gut wie sicher. Ja gut, okay. Erstmal den Vollschlanken hier ausschalten. Zack. Bitteschön, Aspirin habe ich aber nicht für dich. Hast du das? So, sind Venomkraft aufladen, den anderen voll weggehauen. Er stand genau richtig. Oh, ein Vollschlanker. Finisher bereit. Echt nice. Jawoll. Echt, ja? Das halte ich für ein Gerücht. Nein, da kommt schon wieder so ein Dickerchen. Finisher. So, das sollte reichen, ne? Ach nee, da ist ja noch jemand. Wo kommst du denn her? Okay, das waren alle. Jetzt noch den Strom wiederherstellen. So, ich glaube, das war's. Ich sollte nach dem Feuer sehen und den Funk überprüfen. Hey, geht der Funk wieder? Ich höre alles laut und deutlich. Ich habe die Zentrale erreichen können. Die Feuerwehr kommt gerade. Ah ja, okay. Oh, ich wollte doch so ein... Mensch, so ein... Nein, nicht das! Oh, immer irgendwie drücke ich was falsch. Kann ich hier nicht per Schnellreise irgendwie hin? Klar, kann ich da, oder? Schnellreise gesperrt. Oh. Warum muss ich immer so ein Pech haben? Ein paar geile Moves. Oha, haltet eure Hüte und Mützen fest. Oder Schirme. Ja, tut mir leid. Bei Quanta geht es
Was? Hilfe? Warum? Na gut, Spidey spinnt schon wieder rum, ne? Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, das reicht dann jetzt auch mit dem Strom. Da hinten ist das Ziel. Punktsprung, wenn es geht, sind wir schneller. Wie dicht wir uns doch immer an der Häuserwand vorbeischwingen, echt geil. Hey! Die Feuerwehr konnte den Brand gerade noch rechtzeitig löschen. Deine App kriegt definitiv 5 Sterne. Keine Ursache. Und bitte weitersagen. Je mehr Leute die App verwenden, desto sicherer wird New York. Ich werde allen davon erzählen. Danke nochmal, Spider-Man. Notfunk ausgefallen. Abgeschlossen. 100 Erfahrungspunkte und 8 Aktivitätsmarken. Für dich sind neue Anzüge. Hey, ich hab Finns Versteck. Das Oscorp Science Center. Es wird gerade renoviert. Mann, der Energiekonverter, für den wir damals den Preis gekriegt haben. Damit will sie das Nuform instabil genug machen, um die Roxxon Plaza hochzujagen. Oh, als ob sie dir eins auswischen wollte. Vielleicht will sie das. Danke, Genki. Das ist mein Job. Apropos, wird Zeit, deiner Mom bei der Evakuierung zu helfen. Bis später. Okay. Oscorp Science Center. Finn muss wissen, was passiert, wenn sie ihren Plan durchzieht. Und wenn sie nicht hört, nehme ich das nur vom mit. Oder ich vernichte es. Ja gut, irgendwas wird's dann sein. Auf jeden Fall haben wir eine neue Hauptmission eröffnet. Eine neue Nebenmission ist aber nicht verfügbar. Egal, wir machen erstmal noch eine weitere Aktivität auf der App. Wie viel kann ich denn hier noch machen? Die sind alle fertig. Mein Auto ist weg. Oh ja, das ist sein Auto nicht. Ja. Vielleicht wurde es geklaut? Nee, nee. Ja, doch, in dem Fall wahrscheinlich schon, aber das ist auf jeden Fall immer lustig, so ein Auto-Takedown. Zudem haben wir das mit den App-Aktivitäten auch eine ganze Weile nicht vorangebracht, von daher machen wir das jetzt erstmal. Und in der nächsten Folge machen wir dann eine weitere Hauptmission. So ist jetzt der Plan. Auto-Takedown? Bin ich da schon vorbei? Ach so, die Jungs, ja, die hauen ja dann das ab, wenn ich da bin. Ich glaube, irgendwie so war das. Hier unter mir müssten die eigentlich... Sorry, Spider-Man hassen illegale Waffengeschäfte. Alter Falter. Das wird Spaß machen. Okay, dann hauen wir erstmal die Jungs weg. Bringt eigentlich jetzt nicht so wirklich viel. Ich glaube, das Auto ist auch abgehauen, oder? Oder ist das hier die Nebenmission? Du bist tot, Spinne. Ja, dann glaube ich dir sogar. Digga, also wenn du zuhaust, wächst ja kein... Alter, kein Gras mehr, ey, Digga. Das kann doch echt nicht schwer sein mit dir. Du kriegst hier ein paar Schellen. Wow. Cooler Move, Spidey, aber wollte ich gerade nicht machen. Echt, ja, was denn? Ist schon Weihnachten, ist Geschenk dabei. Und weg mit dir, Diggerchen. Ja, ihr wisst ja, der Vollschlank und so. Das ist mein... Was? Habe ich dir unterbrochen? Tut mir leid. Ich bin nicht gut erzogen. Ich kann Menschen einfach nicht ausreden lassen. Besonders, wenn sie Handfeuerwaffen tragen. Haben wir jetzt alle? Nee, haben wir nicht. Jetzt haben wir alle. Und so hält Spider-Man die Nachbarschaft sauber. Keine Roxxon-Waffen. Scheiße, 3 Gegner lautlos aus? Wann habe ich das gemacht? Die 10er-Kombo habe ich hinbekommen. Das habe ich gesehen. Na, egal. Gut, das war jetzt eigentlich was, ja, was ich nicht machen wollte. Aber nehmen wir dann einfach mit. Wir sind ja mittendrin statt nur dabei. Aber wo ist jetzt hier der Auto-Takedown? Ah, der ist der ja. Schon wieder der Sanitäter? Na egal, irgendeine Nebenmission ist das. Hallo, Ihr Auto ist weg? Ich komme gerade von einer Doppelschicht. Wollte in mein Auto, aber das ist weg. In 12 Stunden muss ich wieder arbeiten. Ich will nur heim und schlafen. Das bekomme ich hin. Haben Sie den Schlüssel bei sich? Diese Piep-Piep-Fernbedienung? Ja, die habe ich hier. Klasse. Dann finde ich mal Ihr Auto. Echt jetzt? Okay. Ich kann das Auto über das Signal des Schlüssels orten.
einem Sunny mitten im Winter das Auto klauen, das ist schon eiskalt. Buchstäblich und metaphorisch. Ja, beides sehe ich ganz genauso. Nee, wo ist... Geldtransporter? Oder... Ah nee, Quatsch, das ist aber ein Lieferwagen. Ja, wo bin ich jetzt hier richtig? In welche Richtung schlägt denn das am meisten aus? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das schon die Mission mit dem Auto ist. Ich habe echt gedacht, das wäre ein Auto-Takedown. Was eigentlich auch immer relativ lustig ist. Was war das? Ah, verdammt. Aber das muss ja in der Nähe sein. Geht ja nicht anders. Wurde was auf der Karte angezeigt? Was haben wir da? Da haben wir eine U-Bahn-Station. Ja gut, da würden wir per Schnellreise rauskommen. Ach so, generell, ich muss dem so folgen. Okay, ich bin auf jeden Fall auf der richtigen Fährte. Ich habe gedacht, das schlägt dann mehr aus, aber nein. Wir kommen auf jeden Fall der Sache immer näher. Wir sind richtig. Mit anderen Worten. Ah, da hinten muss es irgendwo sein. Bin mal gespannt, wer das Auto geklaut hat. Hurra. Oh Mann, sieht nach Ausschlachter aus. Das Hallo Auto Jungs. Ist jedenfalls hier. Ich bin Tarn, Spidey. Ich bin da. Und eigentlich bin ich auch schon wieder weg. So, Digga, du musst erstmal gleich hier eine Pause einlegen. Ich habe einen Snickers für dich parat. Weißt du, wenn es mal wieder länger dauert, auch wenn ich den Spruch immer wieder bringe, er ist immer wieder geil. Nein. Oh, nein, 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 nein. No. Nein, ich hab's. Ist aber. Ey, Digga. Jetzt reicht's aber. Ey, der Dicke muss weg. Der ist ja richtig lässig. Ich bin tot. Sehe ich anders. Ich brauche erstmal eine geile Kombi, ne? Oh, ja, das war ein Double KO. Wer schießt denn da schon wieder auf mich? Ich habe keine Chance. Warten wir es ab, ne? Echt, ja? Oh, dann habe ich aber Angst vor dir. Nein, nein, mach ich nicht. Ich bin ja gleich wieder weg, Jungs. Ihr könnt hier gleich wieder euer Kaffeekränzchen abhalten, so wie ihr wollt, ne? Aber vorher gibt's diesen hier. Aber ich habe ja nicht so wirklich Zeit dafür. Also coole Tischgebete habe ich zudem auch nicht auf Lager. 53er Kombi, ja Olli. Ich brauche hier mal Hilfe! Echt, ja? Warte, ich helfe dir. Glückstreffer! Glückstreffer, tolle Mütze. Hilf mir mal jemand! Nein! Oh, der war knapp. Hab ich den erwischt? Ich bin voll an... Du bist voll ins Netz gegangen, ne, Junge? Sag Spaghetti! Bitte was? Spaghetti? Quatsch mit Soße? Was meint ihr? Komm, noch ein Finisher. Bam. So, einer muss aber noch irgendwo sein. Ich ziele. Mach mal. Ich glaube, der hat mich echt getroffen gerade, ne? Tatsache. Jawohl, das war der letzte. Mein Auto ist weg. Liebe erledigt. Jetzt kann ich das Auto mit dem Schlüssel finden. Dem Hupen nach. Dem Hupen nach? Ja. Hat er uns gesagt, was das für ein Auto war? Könnte es das hier sein? Wo wird es lauter? Na hier, ne? Das hier ist es. Oder nicht? Einfach dem Geräusch nach. Ach so, hier steht's. Oh. Hä, warum sind da die Scheiben auf? Hallöchen, ich hab Ihr Auto. Ich schicke den Standort. Unglaublich. Hey, die Cops sind endlich hier. Vielleicht fahren sie mich ja zu dir. Danke nochmal, Spider-Man. Ich sag allen, wie toll deine App ist. Aber erstmal gehe ich schlafen. Keine Ursache. Hm.
man sollte dem guten Mann vielleicht mal sagen, dass man bei diesem Wetter eventuell dann doch die Scheiben hochmachen sollte. Könnte etwas wärmer werden. Okay, mein Werk hier ist getan. Hey Mann, schön, dass du die App benutzt. Die Leute scheinen mittlerweile drauf anzuspringen. Überrascht mich kein bisschen. Du hast es eben einfach drauf. Okay. Wir schauen mal, was wir noch so am Start haben. Oh, das sind noch einige Sachen, ja. Meine Tauben sind weg. Oh, nee, das dauert, glaube ich, länger. Hier geht's auch um irgendwelche Vögel. Ja, was ist näher dran? Das hier, ne? Und Eis vertragen sich nicht. Wer hätte das gedacht? Na, ich hab's auf jeden Fall nicht gedacht. Ich denke ja nie. Ich mache einfach. Ich bin da sehr spontan. Aktuelle Verbrechen? Wo? Wo ist denn hier ein Verbrechen? Kann ich hier vielleicht per Schnellreise hin? Jawohl, das geht. Mit der Schnellreise sind wir einfach schneller. Wow, das ist echt viel Eis. Mal sehen, was der Bauarbeiter zu sagen hat. Miles, hey, ach so. Lass dich nicht unter- ich hab schon gedacht, was meint er denn? Komm schon, Finn. Hier ist Finn. Hinterlass eine Nachricht. Irgendwann höre ich sie ab. Hier ist Miles. Ich weiß, ich bin der Letzte, mit dem du reden willst, aber du musst mir zuhören. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wenn er in Kontakt mit instabilem Noform... Die Länge Ihrer Nachricht hat das Nutzerlimit überschritten. Bitte legen Sie auf. Ich rufe Sie später an. Tja, Spidey, hätten wir uns kurz fassen müssen, ne? Schaffe ich aber auch nicht immer. So, hier startet die Mission. Spider-Man, du bist hier! Eurem Kran ist wohl ein bisschen schwindelig. Wie kann ich helfen? Ja, schwindelig. Der Motor ist hin. Und durch das ganze Eis ist das Gleichgewicht gestört. Ja, das sieht echt böse aus. Ich habe den Bereich unterm Kran geräumt. Aber er könnte auf die Straße fallen. Du musst das Eis entfernen, bevor das passiert. Bin dran. Brich alle Eiszapfen ab. Nutze den Netzschießer. Ah, okay. Eise rieselt der Schnee. Ja, Pete hat recht. An den Sprüchen muss ich noch arbeiten. Ja, ich auch. Hey, Spider-Man. Du siehst doch, wie stark der Kran schwankt, oder? Nee, sehe ich nicht. Nein, nicht wirklich. Das ist irgendwie befriedigend. Ah, bin ich zu weit weg, wa? Ja, du bist echt schmächtig. Die Eiszapfen sind ja größer als du. Was soll denn das heißen? Spidey, hast du es gehört? Er hat uns vollkommen gedisst. Nee, warum habe ich das nicht getroffen? Jetzt. Okay. Gleich ist alles enteist. Na, mal gucken, ne? Treffe ich irgendwie nicht von da. Und von da auf gar keinen Fall. Ah, vielleicht von da unten. Ah, nee, das ist zu hoch, oder? Nee, das haut hin. Normalerweise breche ich das Eis nie so leicht. Ja, okay, der war gut. Der war schlecht. Ah, ja, wie man es nimmt. Ach so, da sind ja noch welche. Möchte jemand ein Eis? Okay. Von wo aus kann ich den Kran stabilisieren? Tja, gute Frage. Von da drüben wahrscheinlich. Das habe ich jetzt nur geraten. Nicht, weil es angezeigt wurde. Da will ich rüber. Gut. Ich muss ihn einfach nur von der Straße wegziehen. Einfach nur? Oh nein, 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 nein! Okay, niemand ist verletzt. Aber wenn ich den Fahrplan richtig im Kopf habe, ich muss sofort die Gleise freiräumen. Echt, ja? Wir gehen hier nach Fahrplan? Ich muss es schnell zerstören. Oh nein, da hinten kommt noch der Zug. Ich muss schneller schlagen. Die Gleise sind frei, ich muss hier weg. Tja. Den Kran stabilisieren war nur die Spitze des Eisbergs, aber... Okay, genug Eiswortspiele für heute. Ganz genau, mir läuft schon kalt den Rücken runter. Okay, was haben wir noch am Start?
auf Wolkenkratzer gestrandet. Ein Fensterputzer sitzt am Gebäude fest. Ich sollte hin und ihm helfen. Morgen war... Ich weiß, ja, es wird immer eingeblendet, dass wir neue Modifikationen und Anzüge haben, aber ich möchte noch ein paar Marken sammeln. Oh, Verbrechen. Da ist ein Auto-Takedown. Nee, oder was ist das? Doch, ist ein Auto-Takedown. Jawohl. Das ist immer ganz nice. Ja, ne? So, das ist geil. Schneller als ich dachte. Oh, verdammt, verdrückt. Okay, machen wir es nochmal. Ich habe vergessen, wie es geht. Immer ausweichen. Was soll ich denn hier noch machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Achso, im richtigen Moment da dann hin, wenn der Typ da ist. Alles klar, ich verstehe. Und dann muss ich ihn rausziehen. Ich drücke hier wie so ein Bescheuerter und weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss immer in die Richtung drücken oder hinspringen, wo die Jungs rausgucken. Und dann haben wir's. Ich würde sagen, jetzt fahre ich mal das Auto. Und du gehst mal raus. Dies muss es! Nicht anhalten, na toll. Das ist nicht gut. Ey, wie schnell soll ich nach Viereck triggern? Ein perfektes Finish. Spider-Man gewinnt schon wieder. Bring das Auto sicher zum Stehen. Das war sicher gut, da habe ich aber was anderes im Kopf gehabt. Wie dem auch sei, wir haben immer noch irgendwelche Nebenmissionen. Machen dann wir mal das. Dann suchen wir mal Vögel. Ja, wir sind ja tierfreundlich, ne, Spidey? So, bitteschön mit dem Punkt, Sprung weiter. L1, Wendensprint. Ah, nice. Seit wann können wir denn den Scheiß... Das ist, glaube ich, neu. Ein paar coole Moves machen. Bis wir da sind, haben wir bestimmt Venomkraft aufgeladen. Wenn wir hier nicht wieder irgendwie professionell auf der Straße aufschlagen. Hallo? Kannte die uns? Wollte die ein Autogramm? Oder vielleicht ein Foto mit Spidey? Ah, das war eine 8er Kombi. Jawoll, Venomkraft ist aufgeladen. Oh, der war knapp. So, jetzt darf ich aber mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Hey Mann, schön, dass du die App benutzt. Die Leute scheinen mittlerweile drauf anzuspringen. Überrascht mich kein bisschen. Du hast das eben einfach drauf. Na, wie man es nimmt. Oh! Oh, voll am Dach vorbeigesegelt. Scheiße. Das ist der Herr der Tauben, oder wie? Du hast echt Stil, junger Howard. Mann. Ich bin der andere Spider-Man. Schön, dich kennenzulernen. Und danke für die Hilfe. 3 Vögel sind verschwunden. Ich mache mir Sorgen wegen der Kälte. Ich kann sie aufspüren. Hast du etwas... was... ihm gehört? Federkleid? Perfekt. Okay, ich komme wieder. Ich komme wieder. Sind wir jetzt der Terminator oder wird I'll be back? Oh hey, du hast eine von Howards Tauben gescannt. Howard-Protokoll aktiviert. Howard-Protokoll? Willkommen zu Tauben-Infos. Sie erhalten jeden Tag spannende Fakten zu Tauben. Oh nein, nein, nein. Abmelden. Anmeldung bestätigt. Bitte was? Ja. Wenn ich noch eins weiß aus dem vorherigen Spider-Man-Spiel, denn das mit den Tauben... war nicht leicht. Es sei denn, wir müssen die in der Luft jagen. Zweiter Schlag. Wurden Howards Tauben etwa gestohlen? Die Spuren verlaufen in 3 Richtungen. Ich sollte allen folgen. Ja, auf einmal geht aber nicht, Spidey. Wir fangen mal hier an, ne? Wir fangen mal klein an. Das ist ja nur ein Taubenschlag weit weg. Ha, ha, ha. Ich hatte schon mal bessere auf Lager, weiß ich. Vielleicht die Taubendiebe. Abwickeln! Wir haben die Vögel geklaut, du Genie! Echt, ja? Habt ihr ein paar Vögel gesehen, hier um Vögel? Ach, gedrückt halten. Okay, machen wir so.
Einer hat was verloren. Umdrehen, okay. Sie lassen die Tauben Nachrichten überbringen. Und irgendwas ist morgen Abend beim Bugle geplant. Beim Jubel? Hey, dann gehen wir ja zu Jonah. Hey, Taube! Ah, nein! Hier kommt Taubenfakt Nummer 1. Wie geht das aus? Schon gewusst? Wissenschaftler Nikola Tesla pflegte verletzte Tauben wieder gesund. Als sein Lieblingsvogel starb, war er wochenlang untröstlich. Das ist ja doch ganz interessant. Und traurig. Freuen Sie sich auf weitere Taubenfakten. Nein, ich muss schneller sein! Das habe ich schon im anderen Spider-Man-Spiel gehasst. Das war immer so lästig, diese blöden Tauben zu kriegen. Die sind wirklich nicht leicht zu fangen. Nee, das sind sie wirklich nicht, Spidey. Wir sind irgendwie auch total lahmarschig. Ich verliere sie gleich. Ja. Machen wir es mal damit, wa? Jawohl, die haben wir. Howard, ich hab eine. Ich glaube, sie haben mit deinen Tauben etwas beim Bugle geplant. Echt? Ob die sich für Schlagzeilen interessieren? Sie haben die besten Reporter der Stadt. Vielleicht. Ich find's raus. Aber zuerst hole ich deine Vögel. Okay, ich sollte zurück zum Schlag und die anderen Vögel verfolgen. Welche Vögel meinst du jetzt, Spidey? Die echten, die fliegen können, oder die anderen, die maskiert sind? Okay, dann zurück zum Taubenschlag. Ja, aber wie gesagt, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Das mit den Taubenjagen ist immer ein bisschen tricky. Ah ja, okay. Folgen wir mal dieser Spur. Aber wenn ich Glück habe, könnte ich die erste gleich einfangen. Wenn ich denn schnell genug bin. Irgendwo da oben muss es sein. Noch ein Taube. Sie hat eine Nachricht. Nein, Vögelchen! Taubenfakt 2. Der Glaube an die Taube. Er steht echt auf Tauben. Im Zweiten Weltkrieg wurden über 200.000 Brieftauben eingesetzt. Sie überbrachten Nachrichten unter schwierigsten Bedingungen. Da! Halt still! Okay, was steht da? Planänderung. Es geht jetzt los. Hey, Howard! Was auch immer Sie über deine Tauben geplant haben, Sie wollen jetzt loslegen! Wenn es Ihnen um schnellere Kommunikation geht, könnte ich mir leichtere Methoden vorstellen. Du hast wohl recht. Ich werde weitersuchen. Ich melde mich. Eine noch. Das ist deutlich komplizierter, als ich dachte. Naja, aber wir haben die zweite Taube auf jeden Fall schneller gefangen als die erste. Ich wollte eigentlich auch gerade zum Taubenschlag zurück, aber habe mich dann irgendwie verschwungen. Tempofan 2. Ah ja, okay. Alles klar. So, das ist jetzt hier die letzte Taube. Da muss ich hin. Hoffentlich kriegen wir die auch wieder so schnell wie die zweite. Da oben muss sie sein. Ein frischer Tatort. Wohl ein Einbruch. Dritter Einbruch diese Woche. Es könnte glatt ein neuer Rekord. Hallo, Officer. Was ist passiert? Kann ich helfen? Dort wohnt eine Bugle-Reporterin. Es wurde alles durchwühlt, aber gestohlen wurde nichts. Sie haben anscheinend nicht gefunden, was sie wollten. Ich seh's mir an. Vielleicht habe ich mehr Glück. Oh, ich muss gehen. Schwingen oder so. Naja, irgendwie schon. Beides halt, ne, Spidey? Diese Vögel sind schnell! Was fressen die? Ich Kaffee? Bin schneller. Zucker? Flugzeugbenzin? Taubenfakt 3 im Anflug. Ich muss zugeben, langsam freue ich mich drauf. Peter Parker mochte Tauben überhaupt nicht, bis er Howard traf. Manchmal weiß man etwas erst dann zu schätzen, wenn man es mit den Augen eines Freundes sieht. Okay. Ja, ich mag das Howard-Protokoll. Und das ist ein Taubenfakt. Fast erwischt. Verdammt. Hab dich. Howard, ich hab alle Tauben. Leider setzt eine Gang sie als Boten ein, um Einbrüche zu planen. Oh nein. Hast du bitte auch gute Nachrichten? Ja, ich weiß, wo sie sein werden. Beim Bugle. Ich muss sie erledigen und deine Tauben retten. Klasse. Gib ihnen Zunder, Spider-Man. Zeit, einen Einbruch beim Daily Bugle zu verhindern. MJ wäre stolz.
Ja, und ich weiß auf jeden Fall auch, wer sich sehr darüber freut, wenn wir da jetzt vorbeischauen. Na, da muss man nicht lange raten. Natürlich meine ich Jay, Jonah, Jameson. Da sind sie alle. Die Tauben waren fleißig. Einer der Jungs hat unsere Tauben an dem Bugle verpfiffen. Okay, so, dann starten wir mal durch. Wir ein und zerstören alle Beweise, damit die Story im Keim erstickt. Klingt logisch. Tja, blöd gelaufen. Ich hab Federn. Das klang deutlich weniger cool, als ich dachte. Haben die anderen schon entdeckt? Was? Das ist unfair? Wenn es einen Kreativitätspreis für Verbrechen gibt, gehört er euch. Effektiv? Nein. Aber definitiv kreativ. Du bist tot. Oh Gott. Den Fetten gleich ausschalten. Immer weniger! Bitte was? Ich hab dich nicht gehört, dein Maschinengewehr war so laut. Weiß gar nicht, muss ich ja wieder eine geile Kombo hinkriegen, um alle Bonusziele zu erfüllen? Nicht so toll, kenne ich schon. Hab ich dich! Spidey, wir wollen ja nicht Schattenboxen machen, ne? Schluss mit dem Text! Wo ist der andere Lappen? Achso, der ist noch gar nicht hin. Jetzt. Das waren alle. Daily Bugle gerettet. Schade, wir haben nicht J. Jonah Jameson getroffen. Naja, egal. Howard, diese Taubendiebe sind jetzt Geschichte. Es gibt nichts mehr zu befürchten. Reife Leistung. Jetzt müssen meine Vögel nur noch lernen, sich bessere Freunde zu suchen. Tja, wenn ihr mich nochmal braucht, meldet euch über die App. Hat mich gefreut, Howard. Ebenfalls, Spider-Man. So, mal gucken, was haben wir hier noch? Ey, das reißt ja nicht ab. Das ist ja heftig. Aber hier können wir noch... Da haben wir erst 2 von 3, warum? Roxxon und der Underground bekämpfen sich. Zivilisten sind dazwischen. Okay. Ein Augenblick, das ist da. Und dann gehen wir mal hier hin. Da stand 2 von 3, daher wollte ich das komplett abschließen. Roxxon und der Underground. Naja, das kann ja spaßig werden. Ich versuch's nochmal bei Finn. Geh ran. Der Nutzer hat diese Nummer für Anrufe gesperrt. Bitte legen Sie auf. Okay, ja. Ich weiß ungefähr, was ich machen muss. Aber dazu... Ja, dazu muss ich auf jeden Fall erstmal das hier alles nutzen, was ich habe. Am besten erstmal so, ne? Genau. 8 von 8, jawohl. Ah, ich weiß, warum ich das beim letzten Mal nicht geschafft habe. Erstens hatte ich noch nicht das Schwerkraftquellegerät. Und zweitens wusste ich damals auch nicht, wie ich das ausführen sollte, glaube ich. Da habe ich mich wieder total glatt angestellt. Aber das haben wir jetzt dann auf jeden Fall endlich mal abgeschlossen, ne? Hey, 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 warte mal, das ist da oben? Ja, das ist da oben. Wow! Das da oben wollte ich eigentlich abmachen. Das war ein geiler Move, Spidey. Na, na, na. Wo kommt er denn noch immer her? So, Finisher. Weg mit dir. Ach, du heilige Scheiße. Ach so, den, ja. Ja, Olli. Ja, das Geschütz war im Weg. Was, das geht zu weit? Oh nein, das muss weg da. Das haut richtig rein, wa, Leute? Dämonen! Überladung, Trophäe erhalten. Wow! Jetzt und wann und wie und warum? Wer schießt auf mich? Echt jetzt? Ist das ein fucking Ernst? Oh, den hab ich kommen sehen. Den hab ich richtig kommen sehen. Tolles Schwert hast du da, aber Luke Skywalker von Star Wars. Uah, kannst du trotzdem nicht in Konkurrenz treten. Ach verdammt, den Move wollte ich gerade ausführen. Naja, das macht er ja die ganze Zeit, das brauchst du nicht. Uah, noch sagen, mach es einfach nicht. Oh, verdammte Axt.
Alter, die Alte war echt heftig. Ich glaube, die muss ich einspinnen. Ja. Habe ich das geschafft? Nee, habe ich nicht. Cyberangriff? Eine vom Underground gehackte Werbetafel. Da sollte ich mich drum kümmern. Okay, machen wir auch. Aber das andere haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Glaube ich, weiß ich. Keine Ahnung, lege ich meine Hand nicht ins Feuer? Alle Angaben ohne Gewehr? Schöne Feiertage! Monster wird jedes Jahr größer und in Ordnung. Bis bald. Ich würde sagen, das ist aber dann auch die letzte Mission, die wir hier in unserer Trainingsday-Folge machen. Je nachdem, wie das hier ausgeht und wie lange das halt noch dauert, ne? Ich orte das Störsignal. Der Underground muss hier sein, wenn sie die Werbetafel da hacken. Orte das Signal. Okay. Und jetzt folge ich ihm. Okay, das Ding hier ist auf jeden Fall nichts für Epileptiker. Ah, Punktsprung. Okay, da hinten. Euer Schurkenlogo auf einer Werbetafel zu bringen, ist echt gewagt. Naja, kann man mal machen. Muss ich jetzt noch eine weitere Tafel hacken? Weiß ich gar nicht. Ah, wir sind dicht dran. Irgendwo hier. Ah ja, okay. Da oben auf dem Dach, da sind Leute. Bingo! Der Underground. Reiße 5 Gegner in der Luft. Warte mal. Da muss ich mal gucken, wie das geht. Dann würde ich das ganz gerne abschließen. Gegner reißen. Ja, aber das ist ja nicht das, was ich gesucht habe. Luftschleudermove. Luftreißer. Ah, okay, da muss ich hochspringen. Okay, das wollte ich nicht. Ich weiß, das Item hat dir gehört bestimmt. Achso, die wissen gar nicht, wo ich bin. Warum geht denn jetzt nicht? Nee, ich glaube, das ist keine so gute Idee, das hier zu machen. Der Dicke muss auf jeden Fall erstmal weg. Oha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, das geht gleich ganz böse für mich aus. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, reicht das erstmal. Haben wir es mit dem Fail beendet. Das mit dem Move habe ich nicht hinbekommen. Ich habe noch 5 Erfahrungspunkte bekommen. Ja. Aber wir haben eigentlich relativ viel geschafft. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Wir haben ja einige Marken und ich habe ja versprochen, wir gucken natürlich nochmal bei den Anzügen. Wir können uns wirklich noch 2 holen. Wir könnten uns theoretisch den animierten Anzug holen, den ich jetzt nicht so geil finde. Purpurne Kapuzeanzug oder den Strike-Anzug. Na, ich weiß nicht. Na komm, holen wir uns mal den. Visiermodifikation wechseln. Venom, Übertaktung, ja, schweres Wort. Die Venom-Krafterzeugung erhöht sich, wenn die Gesundheit sinkt. Ah, naja, gut, wer es braucht. Ach nee, komm, wir lassen das erstmal alles so drin, ne? Wir können uns aber auch noch einen weiteren Anzug holen. Machen wir auch gleich. Aber wir behalten natürlich jetzt erstmal den hier an. Den nutzen wir dann auch in der nächsten Folge. Und ja, da muss ich mir nur überlegen, was ich mache. Aber wahrscheinlich wird es dann damit zu tun haben, dass wir die Hauptgeschichte vorantreiben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch wenn es nur eine kleine Folge mit Nebenmissionen waren. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Spidey ist auch erfreut, dass ihr dabei wart. Auch wenn man es ihm nicht ansieht. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Spider-Man, Miles Morales. Ich bin ganz schön enttäuscht. Krieger. Du glaubst, du kannst Tinkerer und Roxxon besiegen? Kannst du nicht! Immer wenn ich denke, ich habe das Spider-Man-Ding im Griff, geht irgendwas schief. Miles, unsere Familie gibt nicht auf. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. It's my time. I'm seizing the moment, cause I gotta go.
time, my time now. My time, my time.